Moin liebe Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play von Mini Ninjas. Wir sind mittlerweile hier bei unserem, ich glaube, ersten Boss angelangt, Tolpachiganar. Nah. Und den gilt es jetzt natürlich zu besiegen. Das sollte kein Problem für uns sein. Alles klar, der scheint mir so ein bisschen. Oh, fuck. Der ist so ein bisschen größer. Fuck, was soll ich machen? Okay, das macht anscheinend gar nichts. Nee. Verdammt, was sollen wir denn machen? Vielleicht diese. Nein. Ah, okay. Was sollen wir machen? Ich weiß es nicht. Was machen wir? Feuerball, das sieht gut aus. So, mal gucken, was das bringt. Gar nichts. Heiltrank, ja, super. Oh, okay. Hat das jetzt was abgezogen oder hat mir das was abgezogen? Bring den Boss dazu, eine Säule zu treffen. Okay, ich glaube, dann weiß ich, was zu tun ist. Y. Ah, ja, okay, man muss ja so ein Quicktime-Event starten. Ja. Ah, okay, ich habe es verstanden. Ja, dann ist das ja ganz easy. Locker weg machen wir mit links. Ist auf jeden Fall kein Problem für uns. Genau, richte da mal deinen Samurai-Anzug so ein bisschen. In der Zwischenzeit kannst du dir mal überlegen, wie du mich fertig machen willst. Und hau ruck. Ah, okay, Y. Y. Ah, okay. Man kann dieses Quicktime-Event also auch vermasseln. So wie ich jetzt gerade. Einmal die falsche Taste gedrückt und schon ist es beendet. Beziehungsweise man kann auch die A-Taste zu langsam drücken. Dann schafft man das nämlich auch nicht so wirklich. In einem meiner Let's Plays habe ich ja auch mal was davon gesagt, dass das so ein bisschen God of War mäßig ist. Kommt mir auf jeden Fall gerade auch so ein bisschen so vor. Ne? So wegen der Quicktime-Events und die Art, wie er jetzt den Boss fertig machen möchte. Also schon. Nicht ganz ohne. Natürlich ein bisschen verniedlicht, aber. Ja, mit Blut wäre es auf jeden Fall heavy. Auf jeden Fall. Ja, Epsilon, so. Keine Chance, Großer, keine Chance. Okay, jetzt hat er sich selber ins Gesicht gehauen und jetzt haben wir ihm die Hose runtergezogen. Welcher Boss möchte denn so verlieren?
bringen wichtige Nachrichten für unseren Meister. Öffnet die Tür. Böser Meister, ich bringe euch wichtige Kunde aus dem Erdschloss. Ja. Das Schloss ist gefallen. Ein heimtückischer neuer Ninja hat unseren Erdenboss besiegt. Was? Ein neuer Ninja? Hey, ein neuer Ninja und seine Gefährten, die gefährlichsten Feinde, denen unsere Truppen je gegenüberstanden. Sie waren unbesiegbar. Wir sind verloren. Du Hornochse. Dieser Ninja ist also unbesiegbar, ja? Nein. Ein neuer Gegner erwartet ihn schon. Und mit einem kurzen Windstoß wird seine Reise ein stinkendes Ende nehmen. Ja, jetzt haben wir also den großen Bösewicht kennengelernt. Und den gilt es jetzt auch zu besiegen. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keinen Bock drauf, dass er uns fertig macht, also werden wir ihn fertig machen. Genauso wie seine ganzen bösen Samurai-Leute da. Mal schauen, was er jetzt so im Schilde führt, was er noch so in petto hat. Sie haben Schuhen. Die Samurai haben ihn in einem Käfig flussabwärts geschleppt. Ich folge ihnen in sicherer Entfernung. Kunoichi. Shun hat's also erwischt. Shun. Arme Shun. Ja, egal. Zurück zu unserer Mission. Wir werden sie auf jeden Fall retten. Das ist überhaupt kein Problem. Junger Ninja, wie kann ich dir helfen? So, jetzt kann ich hier wieder ein paar Rezepte kaufen. Heiltrank, Pfeilschildtrank, aber das brauche ich nicht. Auf deinen Reisen, Ninja. Danke, Vogel, danke. Drei Fälle Schlucht. Es sieht so verdammt geil aus, ne? Das kann man nicht anders sagen. Das ist wunderschön gemacht. Dafür, dass das Spiel bereits 2009 erschienen ist, finde ich, sieht es noch echt stark aus. Überquere die Brücken und gehe zur anderen Seite der Drei-Fälle-Schlucht, ja. Ah, guck mal an, da sind sie schon, die nächsten Samurai-Gegner. Wie machen wir das denn am besten? Ich glaube, ich nehme einmal den Futo. Ne, Moment. Ich nehme Hiro und verstecke mich im Gras. Guck mal, wie das bis dahin durchziehen kann. So, sehr schön. Hört auf, mich zu stechen. Ich mag das nicht. Doch schon ziemlich viele Gegner, ne? Man merkt auf jeden Fall, es wird anspruchsvoller. So, jetzt hört mal auf, mich hier mit Pfeilen zu beschießen. Das kann ich ja gar nie leiden. Susume! Ich wähle dich. So, kein Problem für uns. Jetzt kann ich auch endlich den Kontrollpunkt hier aktivieren und ein paar Beeren pflücken, um unsere Gesundheit wieder so ein bisschen auf Vordermann zu bringen.
So, das sollte reichen. Perfekt abgemessen. Wollte auf diesem Pfad zum oberen Rand des Wasserfalls. Bin umgekehrt, als die Nacht hereinbrach. Tora. Ach, das kann ich... Die Auslandpilze kann ich auch sammeln. Das wusste ich nicht. Das wusste ich wirklich nicht. Na gut, jetzt haben wir sie. Hier ist wohl irgendein Geheimnis oder ein geheimer Gang. Eingang oder ähnliches. So, hierfür nehmen wir uns jetzt einmal ein Foto. Ah, sehr schön. Hat er Angst? Muss er nicht. Ist auch schon vorbei, jetzt ist er wieder ein freies Tier. Zurück zu Hiro. Da können wir uns ja jetzt... Nee, Moment, das war falsch. Hör auf. Geh wieder aus dem Modus raus, so. Ich will mich nämlich hier im hohen Gras verstecken. So. Dann ist es nämlich viel einfacher, sich von hinten dran zu schleichen und die Gegner einmal leise platt zu machen. Überraschung ist nämlich immer noch am effektivsten. Uiui, ja, das sagst du richtig. Uiuiui. Uiuiuiuiuiui. So, jetzt versuche ich das hier mal mit dem Feuerball. Kamehameha, Jungs, locker weg. Und einmal die Schnell-Kaputt-Mach-Funktion. Sehr schön. Eure komischen kleinen Holzbrettchen, die werden euch auch nicht weiterbringen. Da brechen wir nämlich einfach so durch. Als wenn das Zahnstocher wären. So, noch ein paar Tigerlilien hier eingesammelt. Da unten ist anscheinend so ein kleines Lager von denen. Machen wir auch kaputt. Ach, da auch. Das wäre erst praktisch, wenn man so einen kleinen Lauschangriff von oben starten könnte. Ne, so ein bisschen von oben. Als Überraschung, aber naja. Man kann nicht alles haben. Kaputt. Es ist gar nicht so einfach, hier Überblick zu behalten. Mann. Was könnt ihr eigentlich? Lasst euch von so einem kleinen Ninja hier fertig machen. ich finde das so cool, ne? Lauf doch! So, jetzt bist du wieder ein Fuchs. Das, was du auch sein solltest. Ein paar Goodies hier eingesammelt. Rauchbomben, sehr schön. Das ist ja cool, ich kann sogar die Zelte kaputt machen. Ja. Also in großen Truppen sind sie ja vielleicht stark, ne? Aber alleine sind es einfach nur noch Angsthasen.
Ich merke gerade, die Roten, die werden viel öfter ab. Deswegen sind sie jetzt auch viel stärker zu besiegen. Und wahrscheinlich haben sie auch mehr Lebenspunkte. Aber vor allem wehren sie viel ab. Yeah, Levelaufstieg. Du kannst jetzt mehr Ki speichern, sehr schön. Mehr ist immer gut. Haben wir eben mal just in ein paar Sekunden hier ein komplettes Samurai-Lager zerschlagen. Muss man ja erstmal schaffen, ne? Ist ja nicht so, dass das jeder könnte. Schön mit den Kirschbäumen da, also... Ich kann es nicht oft genug sagen, wie schön das hier ist. Das sieht echt alles so toll aus, mit so viel Liebe. Und sowas von den Hitman-Machern, ne? Das hätte man ja gar nicht erwartet. Leave Britney alone! Na, kannst du schwimmen? Oder nicht so? Komm, Hoppelhase, du bist frei. Du kannst jetzt überall herumwackeln und dackeln, wo du nur willst. Ein starker Ginsengtrank, sehr schön. Den habe ich gesucht. Sehr schön, sehr schön. Na, vielleicht einmal kurz hier diese kleine Inselformation auschecken. Ja, so. Blaues Blütenblatt haben wir jetzt auch aufgesammelt. Hier können wir vielleicht noch ein paar Äpfel vom Baum holen. Also. Ach, ich glaube eigentlich viel mehr brauchen wir gar nicht. Energie ist ja voll. Von daher alles gut, alles schön. Der große Hauptfluss. Das ist also der Hauptfluss, von dem alle Welt immer spricht. So, Moment. Der Fisch hat mich gerade so ein bisschen an meine Angelaktion von vorhin irgendwann mal erinnert. Nee, Moment. Erstmal die Angel. So, gedrückt halten und statt der Rauchbombe. Da können wir es jetzt nämlich auch einmal benutzen. Falsche Taste? Ne, doch, war richtig. So, können wir es jetzt ein bisschen Sushi fangen? Na komm. Yeah, sehr schön. Sushi. Ich finde das so cool. Mit dem Sushi. Und nochmal Sushi. Vielen Dank. Viel mehr von euch brauche ich auch nicht mehr. Einfach mal die Stille genießen. Wenn nicht gerade so ein paar Abwärtsströme kommen würden. Ah, sauber. Ja, Shumi, der macht das. So, mit links haben wir das gemacht. Ich habe noch einen dieser Schreine gefunden, konnte seine Energie aber nicht entfesseln. Marschiere weiter flussabwärts, Susume. So, hier sollte also irgendwo ein Schrein... Ah, guck mal an, hier kann man rübergehen. Und das ist wahrscheinlich dann auch der nächste Schrein. Ich hoffe auch mit der Pflanze, die man dafür braucht. Schauen wir mal, vielleicht ist ja hier noch was. Da ist der Schrein. Und jetzt brauchen wir noch die dazugehörige Pflanze, um den Schrein benutzen zu können.
Mal guck mal, was hier alles rumliegt hier. Figuren und Pflanzen, die wir auch sammeln können. Es kann ja sein, dass vielleicht hier im Bambusgebüsch ein bisschen was rumliegt. Das ist so eine weiße Pflanze, so eine kleine. Ah, da ist es schon. Sehr schön. Das Windröschen. Hatte ich wohl recht, dass sie hier zwischendurch immer verteilt liegen. Also immer in der Nähe vom Schrein eigentlich. Können wir jetzt hier drauflegen. Und kriegen dann unsere nächste Sache. Neuer Zauber gefunden, Tarnung. Ermöglicht Hiro, sich als Büsch zu tarnen, um sich vor weniger intelligenten Gegnern zu verstecken. Ja, weniger intelligent ist schon richtig. Die Samurai sind ja nicht so die Schlauesten. Aber das soll jetzt nicht beleidigend gegenüber den Tieren sein, die sie ja eigentlich sind. Aber sich so als Büsch zu tarnen ist schon cool. Ich glaube, ich werde das gleich mal hier platzieren, diese Funktion. Ach, Moment. Müssen wir ja gar nicht, oder? Da, Tarnung, haben wir schon ausgesucht. Kann ich jetzt aber nicht verwenden. Nein, auf dem Wasser wollen wir kein Gebüsch werden. Sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Und abwärts. Hui. Puh. Mensch, das war ja mal ein steiler Abgang, ne? Das war ja genial hoch. Spaß macht. Kann ich nochmal? Darf ich vielleicht nochmal? Nein, leider nicht. Jo, das war schon mit dem Level. Sehr schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sah sehr schön aus. Ja, Statistiken gehen ja auch klar. Eigentlich, ne? Ne, eigentlich nicht. Aber egal. Es geht ja um den Spielspaß. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ein Daumen hoch, ein Abo für unseren Kanal. Das wäre super. Und bis dahin bleibt sauber und stay fruity, euer Fruity Gaming.